crui glasă scurie, tu duhovnița clam, istočici je v tviri. Ich bin immer noch schwer begeistert vom Intro. Hey Stalker, nach unserer ersten Reise in die Sperrzone von Tschernobyl träumen wir seit einigen Jahren davon, sie auf einer virtuellen Tour mitzunehmen. Seit Beginn der Entwicklung wollen wir das Spiel immer so schnell wie möglich einen Teil der Erfahrung bieten, das Feedback einholen und dieses Projekt gemeinsam abschließen. Dank unserer großartigen Kickstarter-Unterstützer wurden es bereits in kleinen Maßstab gemacht. Jetzt ist es Zeit, noch größer zu werden. Vor Abschluss unserer Arbeit möchten wir Sie bereits mit dem Early Access Version von Tschernobyl Light einen großen Teil der Zone erkunden lassen, um uns mitteilen, wie Sie sich dabei fühlen. Wir wissen, dass diese Tour an den Rändern etwas rau sein kann, wenn man bedenkt, dass unser Spiel noch nicht endgültig entworfen und poliert ist. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, unsere Meinung, Fehler und Probleme zu melden, die uns helfen können, das Projekt mit der erwarteten Qualität abzuschließen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren. Das finde ich sehr schön. Also, wir gehen natürlich außen vor mit unerwarteten Erwartungen. Wir haben das ja schon mal gespielt ein bisschen. Und ja, also, falls es Fehler gibt, Bugs und so, wir wissen, es ist noch ein Early Access Spiel, es ist noch nicht draußen. Lasst uns mal schauen. Хотел ее покидать. У нас есть такие замечательные вещи, чтобы показать тебе. Das fängt aber mal ganz anders an. Das fängt aber mal ganz anders an, als wie wir das noch in Erinnerung haben. Und damit herzlich willkommen zu Tschernobyl Light. Ich bin sehr gespannt. Ich bin noch nicht sicher wegen der Grafikeinstellung. Ich habe noch nicht jetzt eingestellt.
Das fängt mal sowas von ganz anders an. Ich gehe mal eben schnell in die Einstellung. Nicht erschrecken. Videooptionen. Videoeinstellungen. So, Ultra brauchen wir nicht. Wir machen hoch. Rahmenlos. Ja, Field of View machen wir. Ja, lass mal so. Auflösung. Pausing machen wir an. Frame. Ja. Anwenden. So. Muss das Spiel neu gestartet werden? Ja, das ist, ja, okay. Erweiterte Videoeinstellungen. Hoch. Achso, hat er trotzdem gelassen. Okay, Bewegungsunschärfe brauchen wir nicht. Auch nicht. Ja, okay. Schatten mache ich mal ein bisschen auf Medium, weil ich weiß, das sind auch immer so Ressourcenfresser. So. Weil gerade auch im Intro hat es ein bisschen geruckelt. Und außerdem ist es ja sowieso noch nicht ganz hundertprozentig, ja. Feinschliff, wir wissen ja, es ist noch ein Early Access. Und was wollte ich sagen? Holy shit, das fängt ganz anders an. Ich kann mich entsinnen, dass wir direkt in der, ja, in unserer Startzone gestartet sind beim letzten Mal. Ruckelt das? Ich hoffe nicht. Wenn, bitte Bescheid sagen. Gerade war noch so ein schöner Sommertag mit Tatjana. Und wir wissen ja, wir müssen Tatjana, glaube ich, finden. Hier haben wir eine Zeitung zu lesen. Unsere Freundin, Frau, keine Ahnung. So, Notiz anzeigen, verstecken, T. Die Wolken über Tschernobyl. Die Folgen der Katastrophe von Tschernobyl sind entsetzlich. Es ist der einzige Fall in der Geschichte, in dem viele Menschen an den Folgen einer Schädigung des Reaktors durch Strahlenkrankheit starben. 31 in wenigen Wochen, hauptsächlich aufgrund der Verbrennung radioaktiver Dämpfe oder einer hohen Strahlung. Eine Person starb an Herzinfarkt. Diese Zahlen spiegeln jedoch nicht den Ernst der Lage wider. Die Behörden evakuierten innerhalb von 36 Stunden 115.000 Menschen, denen mitgeteilt wurde, dass sie bald nach Hause zurückkehren können. Leider war das eine Lüge. Die Katastrophe hat auch enorme wirtschaftliche Auswirkungen. 784.320 Hektar Ackerland und 694.200 Hektar Wald wurden von der landwirtschaftlichen Produktion ausgeschlossen. Die Sowjetunion stellte fast 18 Milliarden Rubel zur Verfügung, um die Folgen zu beseitigen. All dies verschwindet jedoch von der Tatsache, dass Menschen, die aus Prypjat, einer nahegelegenen Stadt, evakuiert werden, in den kommenden Jahrzehnten an verschiedenen Krebsarten leiden werden. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Zahl der bösartigen Krebserkrankungen in den Nachbarländern, insbesondere bei Kindern, um ein Vielfaches zunehmen wird. Scrollen kann ich aber anscheinend nicht. Das ist alles, was wir, glaube ich, lesen können. Ja. Guten Abend, Snoop Tender. Guten Abend, Fußgänger. Ja, hallo. Hallo, guten Abend, Snoop Tender. Ich grüße dich. Willkommen zu Tschernobyl Light. Du hast richtig eingeschaltet. Wir haben gerade angefangen. Zustand und Psyche. Psyche haben wir jetzt auch? Oder was? Nee, ich glaube, das war vorher schon, ne? Ich bin mir nicht sicher. Das fängt ganz anders an. Und ist es hell genug? Wie gesagt, ich war mir überlegen, ob ich das für YouTube mache. Oder ob ich das hier im Stream spiele. So, warte mal. Ich wollte nochmal gucken, kann ich die Helligkeit einstellen? Gamma-Einstellung, ja. Weil ich weiß, im Stream ist es immer ein bisschen dunkler. So, nehmen wir das mal so. Ja, schon ein bisschen besser für euch auch. Okay. Und wenn es ruckelt, wie gesagt, Bescheid sagen. Dann stelle ich nochmal ein bisschen grafikmäßig ein bisschen zurück. Aber das ist ein ganz anderer Anfang, als wie wir damals hatten. Da ist gar kein Zug dran. Wie sind wir denn hier? Oder hat er sich das vielleicht nur eingebildet, nur geträumt im Zug? Ich mag ja so die Geschichte von Tschernobyl, muss ich sagen. Bin ein großer Freund davon. Also, natürlich jetzt nicht in dem Sinne, was für ein... Natürlich, wie furchtbar das natürlich ist, aber... So halt dieses Ganze so, weißt du, so das Tschernobyl und diese Radioaktivität, die Katastrophe, die natürlich sehr, sehr schlimm war und... ja. Ja, ich habe ein paar verworfene Frames. Ich muss das, glaube ich, noch ein bisschen runterschrauben. Es tut mir leid. Ja, und ihr Lasing. Mach's mal auf Medium. Abweichung, Linseneffekt, mach ich mal aus. Tiefenschärfe.
So anwenden. Sieht's, glaube ich, immer noch gut aus. Sichtweite. Mach ich mal noch auf 90. So anwenden. So. Und, ja, wohlgemerkt, wie gesagt, es ist ja natürlich eine furchtbare Tragödie, aber ich finde es halt so faszinierend, so dass das vielleicht auch mal zu erkunden und so, weißt du, das ist so halt, was mich daran reizt. Tatjana, warte. Warte auf mich. Приди, Игорь. Любовь моя. Приди ко мне. Не стесняйся, мой любимый. Es scheint also unsere Frau zu sein. Я жду тебя, Игорь. Weil sie sagt, mein Geliebter. Können wir schon was untersuchen? Oder ist das einfach nur... Boah. Alter. Oha. Wehe, das klippt einer. Alter, ich hab mich jetzt immer... Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Dabei ist das ja inoffiziell ja auch noch so ein bisschen horrorartig. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken, Alter. Wie peinlich, ich will das gar nicht sehen. Oh Gott, wie das klippt einer. Oh Gott. Alter, wie peinlich. Oh Gott. Jetzt habe ich Angst, hör auf zu reden. Alter! Oh Gott, da habe ich jetzt aber echt Herzinfarkt. Da sagte der Diktam schon Hallo! Ah, wie cool das aussieht, ne? Aber ich kann mich an den Anfang von damals gar nicht mehr so erinnern. War der? Aber der war doch ganz anders, oder? Waren wir nicht von vornherein schon in dieser Hauptstation und so? Bin mir gar nicht mehr sicher. Ach, das ist von den Get Even-Machern. Ist das von den Get Even-Machern? Weil wenn ja, dann weiß ich, warum mich das so daran erinnert. Weil Get Even war auch so gut. So großartig. Das Spiel speichert, ne? Boah, Alter. Ja, ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Huch. Hä? Was? Auf der 1 habe ich jetzt eine Waffe. Warum? Herzlich willkommen bei Escape from Tarkov. Aber ich habe 0 Munition. Das ist ganz anders gemacht. Das ist ganz anders gemacht, der Anfang. Alter, wie cool das Riesenrad. Oh, wie cool. Ey, das ist sowas von anders gemacht. Feinde, der sich nähert, tippen Sie auf A oder D, um auszuweichen. A oder D, ach so. Ja, ja. Oh, fuck. Ich habe keine Muni mehr. Aber ich glaube, das sollte so sein. Alter. Wie gut das gemacht ist. Ich glaube, ich muss das Spiel ein bisschen leiser machen, oder? Oder ist das laut genug? Also jetzt im Verhältnis zu meiner Stimme.
Was ist das für eine Anzeige da oben links? Also da oben. Ist das, Tatjana, wir. Boah, ich frage mich, wie die Geschichte weitergeht, so allgemein. Mit allem und so. Wenn ich das hier alles so sehe. Ja, ich glaube, das könnte ein bisschen leiser sein, oder? Ich glaube ja, ein klein wenig. Ich mach mal so auf 85. Ja, ich glaube, so ist ein bisschen besser. Boah, Alter. Ich komme hier gar nicht lang. Wo muss ich denn hin? Tatjana, wo muss ich hin? Ah, hier. Fang an zu basteln. Herstellstation. Das kennen wir alles. Das sieht aber auch alles ganz anders hier aus. Holy shit. Und weil du es gerade sagtest, Nintendo, Get Even war so ein großartiges Spiel. Ich weiß nicht, wer das alles von euch gespielt hat, aber falls ihr das nicht gespielt habt, spielt Get Even. Das ist so großartig mit der Anstalt und alles. Mega. Also richtig gut. Portalgenerator, Beschreibung. Ein klobiges, aber sehr ausgeklügeltes Hightech-Werkzeug, das mit Hilfe von Chernobyl Light stabile Wurmlöcher erzeugen kann. Da brauchen wir mechanische Teile einmal und einmal elektronische Teile. Die haben wir noch nicht. Okay. Gut. Was haben wir sonst noch hier? Hier, elektronische Teile. Haben wir. Ты должен собрать все это вместе. Поторопись, этот мир скоро исчезнет. Die Welt wird bald untergehen, du musst dich beeilen. Mechanische Teile. Ich sammle alles ein, was wir finden. Ah, oh, wie cool das aussieht. Alter Schwede. Und das ist jetzt nur auf Medium eingestellt, ne? Wohlgemerkt. Das ist jetzt keine... Baue es, mein Lieber. Nur so kann man hier raus. Ja! Und das ist jetzt keine Ultra-Einstellung, wohlgemerkt. Ich bleib mal stehen, dann seht ihr das mal. Weil im Stream ist es ja mal ein bisschen so teilweise krisselig, aber ihr seht das, wie detailreich das ist. Das ist, wie gesagt, nur auf Medium. Das ist nicht Hoch oder Ultra. Wir müssen aber noch dieses andere Teil finden. Aber warum spricht Tatjana so zweideutig in unserem Kopf? Karte. T-Notiz lesen. Eigentum zukünftiger Abschreckungstechnologien. FDT. Mhm. Weil einerseits in unserem Kopf redet sie so, ja, mein Geliebster, wir müssen zusammen sein und... ich kann nicht mehr schnell laufen. Mein Geliebter und tralala. Hä? Wieso bin ich jetzt so langsam? Oh, kann das sein, dass wir Übergewicht haben? Also, ich meine, habe ich so oder so. Bin fett, das weiß ich. Aber es wird zu viel Tragekapazität gerade intus haben. Fang an zu basteln. Ja, können wir bauen. Juhu. Mhm. Okay. Oh, die Uhr. Следуй за мной.
Ja, das ist noch Beta. Ja, ja, noch Early Access. Genau, das ganze Spiel ist noch in der Early Access, also noch in einer Phase, in so einer Beta-Phase. Und ich wollte mal reingeguckt haben, jetzt nach langer Zeit, wo wir es gespielt haben. Und genau, hier fing das an. Hier fing das an. Ich habe nur geträumt. Von Tatjana. Und was sich so alles verändert hat, was neu gibt und so. Und hier kann ich mich entsinnen, hier fing das Spiel damals an. Und das, was wir gerade alles gesehen haben, das gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Jetzt ein Update. Und wir wollten einfach mal reingeguckt haben, was es so neu gibt, wie es ist bisher so. Und ja, ich wollte es eigentlich, wie gesagt, auch noch für YouTube aufnehmen. Найти пункт управления номер 5. Взломать систему АЗ-5, чтобы поднять стержни. Выманить оттуда солдат нары и забрать чернобылит. На 10 часов. Вертолет. Не высовывайтесь. Also, das Chernobyl Light ist anscheinend diese kristallartige Form, die wir gesehen haben. Und das wollen wir bekommen. Damit kann man wohl auch reisen. Oh, ein Helikopter kommt. Da ist er. Und dieser Moment jetzt hier, das ist so großartig. Das habe ich damals schon gefeiert. Das ist so mega, wenn man den Reaktor und alles sieht. Das ist so gut gemacht. Boah, wie cool. Миша, мы не сможем. Огонь, огонь отрезает. Нам путь назад, надо отступать. Давление в рукавах слишком низкое. Быстро, бегом, на нижние этажи. Эй, Игорь, возьми себя в руки. Ja, ja, ja. Ich heiße. Ich heiße übrigens Igor. Ja, ja. Ich werde nicht den Helden spielen. Sicher, sicher. Ich werde den Helden nicht spielen. So, mein Name ist Igor. Igor der Schreckliche. Und es ist auch ein wenig horrorig. Das haben wir ja gerade schon sehr gut festgestellt. Huch. Boah, Alter, so eine Riesenanlage, das einfach gewesen sein muss, ne? Wenn man das mal so sieht. Heftig einfach. So, ciao Jungs, ich gehe erstmal hier gucken. Meine Fresse, wie detailliert einfach diese Blätter sind. Ja, ja. Aber ist das hier noch im Betrieb und alles? So, erstmal reden. Ladies first. Sei höflich, ihn anschreien. Ein wenig Humor wird uns kaum umbringen. Wir sollten hier ernst bleiben. Anton, mir нравится такой раздолбайский подход к делу. Не разочаровывай меня. Хорошо, хорошо. Боже, чего ты такой серьезный? Warum so ernst? Seine ernste Aufgabe. Игорь, прячься. Уа. Черт. Найди вход в канализацию. Alles klar. Проклятье. Нет здесь никого, я же говорил. Грузовик, который мы обнаружили. Его еще проверяют, надо отцепить принтер. Oben auf dem Bildschirm befindet sich ein Kompass, wo die Ziele und die wichtigsten Ergebnisse markieren. Verwende es, wenn du dich verläufst oder nicht weißt, wo du als nächstes hingehen sollst. Okay. Hier sind wir jetzt nicht alleine.
Aber ich würde mich trotzdem gerne einmal umschauen, ob wir hier was finden. An Ressourcen oder so. Das muss halt so eine riesige Anlage sein, ne? Bis 7:30, denke ich mal. 7:30, 8 Uhr ist Feierabend. Also nicht mehr so lange. Wie gesagt, vielleicht nehme ich das für YouTube auf. Heute einfach nur mal so ein bisschen reinschnuppern. Und dann kann man auf YouTube mal ein bisschen ein paar Folgen gucken. Aber vielleicht werden wir auch im Stream spielen. Aber weiß nicht, im Stream bin ich ja aktuell mit Tomb Raider dran. Ich denke eher, das wird wahrscheinlich eher so ein YouTube-Ding in das hier. Das könnte man gut auf YouTube spielen. Lass sie dich nicht sehen. Okay. Я же говорил. Да уж, легкая работа. Сторожить хрен знает, что у черта на рогах. Никто не выкупит, что мы напились. То, что надо. И не говори. О, фак, der kommt hier rum, ne? Jetzt steht er da. Oh, Mist. Das war knapp, glaube ich. Da war so eine Anzeige, ob wir gesehen werden oder nicht. Ich versuche mich mal hier so ein bisschen durchzuschlagen, durchs Dickicht. Vielleicht kommen wir ja hier lang. Aber ich glaube, hier ist Endstation. Oh, hier schwebt das Haus in der Luft. Liebe Entwickler, das müsst ihr doch ein bisschen anpassen hier. So. Okay, also müssen wir da vorne rum. Irgendwie. Halt. Okay. Ja. Alles gut. Alles gut. Sehen uns immer noch ernsthaft. Ich versuche mal auf die andere Seite zu kommen. Weil wir haben halt nichts, ne? Wir haben keine Waffe, gar nichts. Kann ich hier irgendwie? Nee. Hier vielleicht? Nee. Hier? Hier kann ich. Aha. Das geht also. Na, guck mal einer an. Ich weiß nicht, ob ich hier sein soll. Ich habe keine Ahnung, ob man hier lang darf. Also jetzt vom Spiel her gedacht. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal hier rum. Wir umgehen die Gegner. Ganz stupide. Da kann ich, wenn ich das für YouTube aufnehme, da kann ich schön angeben, so kann ich so tun, so, ach ja, hier geht's auch lang, so, weißt du. Ach, das ist ja schön, dass man hier einfach lang gehen kann. Oha. Da läuft auch jemand da hinten. Da steht jemand. Ich bin jetzt kurz nach Hause gefahren, habe gleich Feierabend. Ja, dann wünsche ich dir schon mal einen schönen Feierabend und fahr vorsichtig. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, sehen wir uns Samstag. Und falls wir uns noch sehen sollten, dann sage ich mal bis gleich. Oder halt auf YouTube oder wie auch immer. Wie gesagt. Samstag 18 Uhr. Ich glaube, ich soll hier nicht sein, weil jetzt das Gras verschwunden ist. Jetzt ist das Gras wieder da. Ich glaube, ich sollte hier nicht sein.
Frage ist nur, komme ich hier aus dem Zaun wieder raus? Das ist die große Frage. Aber wenn wir jetzt nichts zum Klettern haben, ist natürlich blöd. Nein, hier ist eine Alpha-Wand. Nein, wir sind umsonst gelaufen. Scheiße. Hier ist eine scheiß Alpha-Wand. Warum muss ich unbedingt wieder hier so einen Bug finden? Bugfinder Flexi. Ja, hier ist eine Alpha-Wand. Na toll, großartig. Na, großartig. Nein, ich komme hier nicht wieder zurück. Hier ist Alpha-Wand. Scheiße. Oh Mann, das wäre so schön gewesen, um wahr zu sein. Aber ich sollte vielleicht jetzt auch nicht zu forsch hier langlaufen. Denn dort vorne warten ja immer noch die Gegner auf uns. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg erstmal nochmal zurück. Ist ja nicht so schlimm. Ich hoffe, wir kommen auch wieder raus hier. Wäre blöd, wenn nicht. Aber dann habe ich das schon mal rausgefunden für YouTube, dass ich da nicht lang muss. Ja, gut. Hier sind wir, glaube ich, drüber geklettert. Ja, und jetzt komme ich hier nicht mehr zurück, oder was? Nein, sag mir das bitte nicht. Sag mir bitte nicht, ich komme nicht mehr zurück. Das wäre jetzt echt blöd. Ja, das ist jetzt, okay. Kann ich den Kontrollpunkt nochmal laden? Ja, ich lade den letzten Kontrollpunkt nochmal. Schön. So. Ach ja. Okay, da wären wir wieder. Проклятье. Нет здесь никого, я же говорил. Грузовик, который мы обнаружили. Его еще проверяют, надо подцепить перед. Oben auf dem Bildschirm befindet sich ein Kompass, der Ziele wichtigste. Ja. Genau. Wenn du dich mal verläufst oder nicht weiter weißt, weißt du, wo du als nächstes hingehen sollst. Bleib im Schatten. Ja. Ist damit wirklich der Schatten gemeint oder ist damit irgendwas anderes gemeint? Lass sie dich nicht sehen. Ich versuch's. Ich weiß gar nicht, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Ha! Я же говорил. Да уж. Легкая работа. Сторожить хрен знает, что у черта на рогах. Никто не выкупит, что мы напились. То, что надо. И не говори. Der bleibt da stehen, ne? Der andere dreht sich ja hin und wieder um. Puh, das war knapp. Ich muss dem einen im Auge behalten, der da rumläuft. Gut, dass wir einen Kompass haben. Okay. Oh nein, jetzt komm bitte nicht hier lang. Oh nein, ernsthaft jetzt? Der kommt hier lang, ne? Nein. Oh, Gott sei Dank. Puh. Nein, der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Nein. Grüß dich. Ein Techniker. Oliver, hol sie runter. Ein Techniker. Ja, Elektrik. Еще тут электрощит 32А. Ну, знаете такой. У нас там электричество вырубило. Электрик, говоришь? Er glaubt dir nicht. Vielleicht kommen wir zur Einigung. Der Colonel selbst hat mich geschickt. Der Colonel selbst hat mir geschickt. Was steht da? Jeder Soldat sollte Angst vor seinen Kommandanten haben. Ich kann mit ihnen gut reden. Полковник меня лично отправил. Злой как черт. Представляешь, вырубил электричество в такой момент. Не хотел бы стать тем беднягой, который ответит за разводку. Кобели. Он тебя подозревает. О, серьезно? Сам полковник? Кажись,
Scheiße. Я вчера видел, как он уезжал из Чернобыля. Мист. Я подумал, что подмога тебе не повредит. Danke, Oliver. So. Gebrochenes biometrische Karabiner. Wählen. Ich nehme alles mit. Wenn mein Kollege, der Oliver, schon hier am Rumschießen ist. Und drüben war auch noch einer gewesen, ne? Oder... Ach, das ist mein... Ah. Hallo, hallo. Bin da, bin da, bin da, bin da. Ist das mein Kollege? Ja. Ah. Да, 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 спускаемся оттуда прямиком на станцию. Игорь, возьми счетчик Гейгера и следи за уровнем радиации, хорошо? Игорь, возьми счетчик Гейгера и следи за уровнем радиации. Öffne dein Inventar mit I und statte den Umgebungsscanner aus. I. Umgebungsscanner, PDA-Erweiterung mit integrierten Geigerzähler und Umgebungsscan-Funktion nützlich zum Auffinden von Ressourcen. Ah, ne, kann ich auch mit der 1 ausrüsten. 1, da haben wir ihn. So. Wie scanne ich jetzt was? Achso. Хорошо, я иду первым. Антон, прикрой меня. Так точно, сэр. Оливер, сэр. Ich bin einfach so. Hey, juhu! Ah, wie cool. Jungs, ich verwende, um Radarwellen von deinem Umgebungsscanner auszusenden, um deine Umgebung zu scannen. Aha. Elektronische Teile. Nehme ich alles mit. Was haben wir da? Brennbar. Alles mitnehmen. Elektronische Teile. Das werden wir später alles noch brauchen. Denn wir müssen ja auch Ressourcen hier sammeln. Alles, was wir brauchen, ist Chernobylite. Problem, Problem. Oh, wie cool, hier einfach so durch den Reaktor so quasi diese Schächte zu laufen, so halt in dieser Anlage. Das ist halt mega. Das feiere ich halt dermaßen. Tschernobyl war auch so eine gute Serie. Радиация слишком большая, бросайте его, спасайте сами. Здесь. Не двигайте. О боже. Эй, откройте дверь! Выпустите меня! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен пройти туда и открыть двери вручную. Oh ja. Deswegen erinnert mich dieser Gang nämlich gerade daran, weil den gab's nämlich in der Miniserie gab's ja nämlich auch bei Tschernobyl, wo die da drin waren und haben noch versucht, alles zu retten. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Kann ich mit dir reden? Okay. Есть. Я жду охранников. Черт. Ненавижу эти спецоперации. Ну хорошо. Начинаем в стиле спецназа, да? Тон, бери левого. А я позабочусь о втором. Оливер, да я это сделаю. Ладно, дело твое. Я тебя прикрою. Слезы под дождем. Und wo sind die Wachen? Aber ich habe doch gar keine Waffe. Дядь Марк, растет.
что они работают. И откуда мне знать? Я солдат, а не умник в белых халатах. Здесь все еще 5 пар. А, F für Nahkampf. Девочки, мы готовы. Только положим свидетельство, что тут все чисто. Boah, Alter, wie cool. Der Reaktorraum ist eine Weile her. Alter. Когда плавился реактор четвертого блока. И... Эй, в этот раз давай без ядерной катастрофы, хорошо? Хорошо, Игорь. Какой у нас план? Выломать терминал и проверить, работает ли кнопка AZ5. Kraftwerkspläne lesen. Boah, krass. Ist das eine original detaillierte Karte vom Kraftwerkskern? Das könnte sogar eine originale sein, ne? So originale Baupläne. Krass. Hier kommen wir nicht rein. Vor allem, Alter, weißt du, das ist eine mega Anlage. Woher weißt du denn, wo... Keine Ahnung, ich sag jetzt mal, woher weißt du denn, dass das... Das, keine Ahnung, da unten rechts, da irgendwo da diese rote Anzeige da oder was? Oder links da diese rote Anzeige für was ist? Und welchen Schalter musst du hier drücken, damit alles... Tafel benutzen. Igor, не надо. Что, почему, Татьяна? Hä? Что-то не так. Ты с кем разговариваешь? Ich habe Tatjana gehört. Ich werde den Kopf nicht... Was? Ich werde den Kopf nicht drücken? Finde eine Ausrede, drücke den Knopf. Да так, ничего. Болезненные воспоминания. Ты в порядке? Да-да, я просто сейчас все сделаю. Хорошо, поторопись. Вперед, в помещение реактора. Товарищи, без паники. Это незначительная утечка. Все под контролем. РБМК реакторы не взрываются. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Сейчас взорвется. Радиоактивное облако накроет пол Европы. О боже! Отче наш, сущий на небесах, да светится его, да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, и на небе. Я сейчас вырву. Мои руки. Смотрите. Смотрите, что вы сейчас со мной сделали! Ну, нам бы лучше поторопиться. Точно. Еще 5 минут, и я засияю. О, wie cool. Ладно, парни. Но не вините меня, если начнет светиться, или лишняя пара ног отрастет. Останусь-ка я здесь. Один в темноте и в безопасности. Лучше поберечься, чем покончить. Он такой холодный. Ты уверен, что радиация низкая? Боишься, что хвостик вырастет? Да нет, все в норме. Так как оно работает? Это твое устройство? Это устройство создает трансцендент-биакционное отображение пространственно-временного континуума. Асимптотическая проекция множества Лабиялов модифицируется в антидеоситеровом пространстве. Короче говоря, порождает мост Хокинга. Что? Искривляет пространство и время. Требует невероятного количества энергии, а чернобылит — ее бесконечный источник. Говоришь, как суперзлодей из плохого фильма. Это технология.
поможет мне найти ее. Кого? Мою невесту. Она пропала здесь, в Чернобыле. 30 лет назад. Да, полное безумие. У нас совсем нет времени на подобную чушь. О боже! Оливер! На помощь! Wer ist er denn? Wer ist er denn? Ich bin da mal weg. Я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Анна, пожалуйста. Видишь ли, Танюша? Мы все думали, что ты станешь скрипачкой, как я. Или балериной. Ох, это ужас какой-то. Такой талант спустить на физику. Er kannte Tatjana anscheinend, dieser ominöse junge Mann, der uns da gerade entgegenkam. Hmm.